Hallo erstmal Basti Betz, hallo zusammen. Erstmal ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr hier geblieben seid nach so einem Spiel. Das ist das, was unsere Jungs brauchen. Danke Basti, dass du dich den Fragen stellst. Auch das muss man mal anerkennen. Ich habe gerade gehört, Steven kann leider nicht kommen. Der hängt noch in der Dopingkontrolle fest. Aber wir haben ja einen würdigen Ersatz gefunden. Basti, mein Gott, was für ein Spiel. Ihr hattet eine unglaubliche erste Halbzeit. Also gerade du, auch ich glaube, du hast verteidigt wie noch nie in deinem Leben. Es war wirklich der Wahnsinn und dann ist irgendwas passiert. Was war denn der Grund dafür, dass es jetzt doch nicht gereicht hat, deiner Meinung nach? Ich meine, wir wussten, dass die Bamberger auf jeden Fall zurückkommen werden, dass sie sich nicht so fertig machen lassen. Ich glaube, wir haben sie, glaube ich, auf niedrigen 20-stelligen oder in niedrigen 20ern gehalten. Ich meine, am Ende haben sie wichtige Würfe einfach getroffen. Am Ende war es einfach wieder unglücklich, wie so oft. Und das macht es nicht besser, aber ja, was soll man machen? Fehlt deiner Meinung nach gegen Bamberg immer wieder das Glück einfach? Oder die Frage ist auch in der PK gestellt worden, teilweise die Erfahrung. Also ich meine, man muss schon so abgebrüht sein, so lange hinterher zu rennen und das Ding noch zu drehen. Ja, natürlich, ich meine, wenn man sieht, welche Spieler die im Kader haben, ja, die haben schon die ein oder andere Schlacht geschlagen, so ist es einfach. Ich meine, das ist jetzt, ich weiß nicht, wie viel die Niederlage, immer vom Pech sprechen, ist vielleicht zu einfach. Ja. Vielleicht muss man einfach sagen, dass sie einfach immer den Tick einfach besser sind. Ich weiß langsam nicht mehr, was man da noch groß sagen soll. Ja, da fehlen einem manchmal die Worte. Einem fehlen auch die Worte, Thorsten Leibenert, der hat gerade schon gesagt, in der PK er sagt gar nichts zum Spiel. Hat er denn in der Kabine was zu euch gesagt oder hat er noch gar nicht mit euch gesprochen? Ne, das war im Prinzip dasselbe, was er gegenüber den Medien gesagt hat. Wir haben am Mittwoch das Endspiel im Eurocup, Einzug in die nächste Runde. Wir sollen keinen weiteren Gedanken mehr an das Spiel verschwenden. Einfach ab morgen dann voll fokussieren auf Mittwoch und dann sehen, wie es weitergeht. Okay, ich denke aber, wir haben heute gesehen, so wie ihr heute gefightet habt, der Sieg ist eigentlich drin. Also wir haben mindestens noch ein Spiel jetzt in der Rückrunde. Reißen wir es da? Sicher, ja, natürlich. Sehr gut, immer mit dem Blick nach vorne. Jetzt dürft ihr noch Fragen stellen, wenn ihr möchtet. Gibt es jemand, der zum heutigen Spiel noch eine Frage hat? Da ist meine Joker-Freundin, die mich nie im Stich lässt. Hallo. Also erstmal Glückwunsch. Ich fand es echt super, wie du heute gespielt hast. Und ich wollte fragen, warst du schon auf dem Weihnachtsmarkt und was hast du da gemacht oder was wirst du da tun, wenn du ihn besuchst? Wie gesagt, also erstmal danke, ja. Ich war dieses Jahr noch nicht, werde es aber die nächsten Tage dann auf Sicherheit mal nachholen, spätestens dann, wenn wir ein paar freie Tage haben. Was ich dann machen werde, einfach mal drüber schlendern, vielleicht Glühwein trinken, Punsch, irgendwas in die Richtung und einfach mal die Atmosphäre genießen. Ich habe gehört, nach einem Spiel wie heute ist eine Feuerzangenbowle gar nicht schlecht. Gut, gibt es weitere Fragen? Nein, ich gucke mal nach oben. Ah ja, doch, da kommt noch jemand. Warum macht man, wenn es noch 15 Sekunden zu spielen gibt, oder zu spielen sind, und ich drei Punkte vorne bin, warum macht man da keinen Foul? Das würde ich gerne verstehen. Ja. Das ist eine gute Frage. Ich meine, der eine Trainer oder die eine Mannschaft legt, so wie wir gesagt haben, ja, wir vertrauen uns auf unsere Verteidigung, wir versuchen die einfach so zu stoppen, andere faulen. Ich meine, wenn es gut geht, sagt keiner was, so ist es immer, ist immer so ein zweischneidiges Schwert, das ist immer schwierig. Der eine fault, der andere will es so machen, ja. Vielleicht am nächsten Mal dann. Ja. Okay, gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich komme. Kleine war zuerst, kleinen Moment. Wie viele Stunden trainiert ihr am Tag? Also jetzt momentan trainieren wir nicht so viel, weil wir ja zweimal die Woche spielen, aber in der Regel sind es zwei Einheiten am Tag und ich würde sagen, es kommt ungefähr auf vier Stunden pro Tag, fünf Tage die Woche und dann die Spiele, kommt schon was zusammen, ja. Was sind denn eure freien Tage, die Sonntage? Also momentan haben wir so gut wie keine freien Tage, weil wir im Prinzip ab morgen geht die Vorbereitung aufs nächste Spiel schon wieder los, aber in der Regel ist der Tag nach dem Spiel frei und der Mittwochabend. Na, immerhin. Mittwochabend kommt Grey's Anatomy. Also, kann man wenigstens das gucken. Gut, der Herr da hinten.
Basti, was sagst du zu den Leistungen der Schiedsrichter? Waren da nicht einige Entscheidungen dabei, die sehr zweifelhaft waren? Ja, das ist dasselbe wieder. Ich meine, man kann immer streiten. Ich möchte jetzt niemandem irgendwie die Schuld zuschieben. Es sind immer fragwürdige Entscheidungen auf beiden Seiten. Heute waren es wir vielleicht. Ah. Ja. Okay, wir hören da hinten die Rufe Meisterbonus. Kommentieren tun wir es nicht, nee, aber denken darf man sich seinen Teil. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Nein, ich sehe keine Hände. Alles klar, dann nochmal vielen Dank, dass ihr geblieben seid. Wie gesagt, nach einem Spiel wie heute, das sind die wirklichen Fans. Dankeschön. Und danke auch an Basti, dass du gekommen bist. Bitteschön, ja.